Von der Entwicklung der Preise für Benzin und Energie über neue Technologien bis hin zu den Auswirkungen des globalen Wettbewerbs auf die deutsche Wirtschaft. Das Themenspektrum des Ausschusses für Wirtschaft und Technologie ist breit gefächert. Über die Aufgaben des Ausschusses sowie die Aussichten für die Wirtschaft wollen wir heute mit dem Vorsitzenden Ernst Hinsgen sprechen. Herzlich willkommen, Herr Hinsgen. Ich grüße Sie ebenso. Die Bundesregierung veröffentlicht im Januar alljährlich den Jahreswirtschaftsbericht. Welche Themen umfasst denn dieser Bericht und wie sieht die Prognose für 2012 aus? Es ist zunächst einmal darauf zu verweisen, dass es ein Gesetz ist, dass der Jahresbericht jährlich einmal zu erfolgen hat. Und das ist immer, wie Sie selbst sagen, Ende des Monats Januar. Und die Prognosen, die lassen uns in gewisser Hinsicht nur hoffen. Wobei ich davon ausgehe, dass wir nicht in eine Rezession wandern, wie verschiedene es momentan an die Öffentlichkeit bringen, sondern dass wir eben einen kleinen Rückgang haben beim Bruttosozialprodukt, bei der Bruttowertschöpfung hier in der Bundesrepublik Deutschland. Und das ist meines Erachtens trotzdem positiv zu werten, weil wir ja in den letzten Jahren enorme Zuwachse zu verzeichnen hatten. Im Jahr 2009 3,7%, im Jahr 2010 im vergangenen Jahr von 2,9%. Und dieses Mal liegt die Skala zwischen 1%, das Bundeswirtschaftsministerium, und dann andere Forschungsinstitute bei 0,7, 0,8%. Nehmen wir mal als Mittel 0,9%, oder wenn wir 1% erreichen, dann lässt sich das durchaus sehen und hören. Soweit also die Prognose. Worin unterscheidet sich denn der Jahreswirtschaftsbericht von dem Jahresgutachten der fünf Wirtschaftsweisen? Und die fünf Wirtschaftsweisen haben ja ihren Bericht bereits im Vorfeld herausgegeben. Das ist wohl wahr. Diese Wirtschaftsweisen, die sind ja beratend tätig. Und die Wirtschaftsweisen geben ihre Meinung immer zum Besten. Und die Bundesregierung ist über den Bundeswirtschaftsminister gefordert, eben amtliche Zahlen zu veröffentlichen, wie die Bundesregierung tickt, wie sie denkt und was sie auf das kommende Jahr bezogen mit erwartet. Es wird ja bei diesem Jahreswirtschaftsbericht, und ich werde am Donnerstag selbst das Wort mit ergreifen, ja so sein, dass man einmal einen kleinen Rückblick wagt und zum anderen eine Vorausschau eben in das kommende, nun laufende Jahr mit vornehmen wird. Und ich darf bei der Gelegenheit schon verweisen, dass wir die Wirtschafts- und Finanzkrise mit am besten von allen Ländern dieser Welt mit bewältigt haben. Und darüber freue ich nicht nur ich mich, sondern bestimmt viele, viele Hunderttausende, Millionen von Deutschen sicherlich auch. Sie glauben also, dass sich der Einfluss in Grenzen hält, ja, der EU-Krise. Ja. Im Triebfeder eines Wirtschaftswachstums sind ja unter anderem also die Binnennachfrage oder auch der Export. Wie hat sich denn da der Markt entwickelt, beziehungsweise wie wird er sich entwickeln? Also der Export ist ja die Hauptgrundlage unseres Wirtschaftswachstums in der Bundesrepublik Deutschland. Er ist auch in vergangenen Jahren wieder enorm gewachsen und ich bin der festen Überzeugung, wenn man mit Unternehmern spricht, dann kann man durch die Bank feststellen, dass überwiegend gesagt wird, unsere Auftragsbücher sind in den nächsten Monaten, ja sogar im nächsten halben Jahr oder darüber hinaus gesehen voll. Das lässt in gewisser Hinsicht hoffen. Und gerade was Export anbelangt, da sehen Sie, wir sind zum Beispiel die Bundesrepublik Deutschland, das Land mit den größten Maschinenbauunternehmen und dem Maschinenbauumsatz in der ganzen Welt. Wir sind mit die größten Inhaber von Autoproduzenten im ganzen Lande. Die deutschen Autos sind Gott sei Dank begehrt. Das ist alles Bruttowertschöpfung für die Betriebe selbst oder für die Zulieferbetriebe. Und gerade in dem vergangenen Jahr haben wir deshalb so gut abgeschnitten, weil eben der Export floriert hat, weil wir eine Abwrackprämie eben auflegen konnten, weil wir Kurzarbeitergeld eingeführt haben, um die Leute zu parken, die dann später wieder zu uns zurückkommen und weil wir, um der Binnenwirtschaft einen Schub zu geben, auch die Grundlage dafür geschaffen haben, eben für den Mittelstand insbesondere Konjunkturprogramm 1 und Konjunkturprogramm 2 aufzulegen.
Also ein guter Export hat natürlich eine starke Binnennachfrage zur Folge, das ist klar. Technologie ist der Motor der Wirtschaft, so lautet das Motto Ihres Ausschusses und so steht es auch auf der Internetseite, kann jeder nachlesen. Ist denn die Technologie, um jetzt mal vielleicht das Thema zu wechseln, für eine nachhaltige Energieversorgung ausgereift, um auch die Energiewende auf den Weg zu bringen, so wie sie beschlossen ist? Ausgereift ist sie noch nicht ganz, aber fast. Wir arbeiten daran und nichts ist so gut, als dass es nicht noch verbessert werden kann, sagt ein altes Sprichwort. Aber gerade auf dem Sektor alternative Energie oder nachwachsende Rohstoffe, Einsatz von solchen oder was verschiedene andere Industriearten insgesamt gesehen anbelangt, da sind wir in der Bundesrepublik Deutschland wirklich gut drauf. Und wenn wir eine Energiewende in der Bundesrepublik Deutschland nicht schaffen, wer soll es dann überhaupt noch schaffen? Wir müssen hier mit gutem Beispiel vorangehen. Das wollen wir machen und tun. Und dazu ist erforderlich, dass natürlich die ganze Technologie und das ganze Know-how, das speziell auf dem Gebiet zu verzeichnen ist, eingesetzt wird. Mal ganz konkret, wie kommt es, dass in Deutschland Windparks angeblich genügend Energie produzieren, aber, wie neulich geschehen im Dezember, zum Beispiel Strom aus Österreich bezogen werden muss? Woran liegt das? Es liegt daran, dass es Wind und die Windräder überwiegend im Norden der Republik gibt. Und den Strom brauchen wir im Süden der Republik. Und es ist ja nicht umsonst immer wieder darauf zu verweisen, die Leute sagen, ja, was willst du denn, der Strom kommt ja sowieso aus der Steckdose. Mhm. Das ist wohl wahr, aber wir müssen den Leuten sagen und wir müssen Maßnahmen ergreifen, damit sie es kapieren und mitbekommen, wie der Strom überhaupt in die Steckdose kommt. Also was speziell die Stromversorgung anbelangt und die Windenergie betrifft, den Norden betreffend, das sind über 3600 Kilometer Stromleitungen zu errichten. Das geht nicht von heute auf morgen, das dauert eine gewisse Zeit, das kostet eine Menge Geld. Sie müssen sich vor Augen führen, ein Kilometer Stromleitung kostet circa 1 Million Euro, eine Faustregel. Und die muss zugrunde gelegt werden, das sind dann 3,6 Milliarden. Und die können nicht aus der Hand geschüttelt werden. Also wir haben im Grunde eine Unterversorgung im Süden von Deutschlands, weil sich eben die Windräder und die Windparks überwiegend im Norden befinden. Ja. Müssen wir uns das jetzt in Zukunft so vorstellen, dass auch im Süden Deutschland Windparks entstehen? Wie kann dieses Problem gelöst werden? Ich gehe davon aus, dass auch im Süden der Republik nicht einige, sondern viele Windparks entstehen werden. Ich bin im Großen und Ganzen gesehen sowieso für eine dezentrale Energieversorgung. Nur meine ich in dem Zusammenhang sagen zu müssen, es genügt nicht, ein Windrad zu haben, mit dem Strom erzeugt wird, sondern dazu gehört auch der Netzausbau. Weil der Strom, der dort produziert wird, ja abtransportiert werden muss, um den einzelnen Kunden mit zu erreichen. Themen, mit denen sich also der Ausschuss beschäftigt. Unter anderem, ja. Die Zuständigkeiten für die Energiepolitik sind aber zwischen dem Wirtschafts- und dem Umweltministerium aufgeteilt. Da stellt sich eigentlich die Frage, wie ist die Zusammenarbeit zwischen den Ministerien und natürlich auch zwischen den Ausschüssen geregelt, ja, was bei einem so wichtigen Thema. Was zum Beispiel den Netzausbau anbelangt, da ist der Wirtschaftsausschuss zuständig. Was das Wirtschaftliche betrifft, ist der Wirtschaftsausschuss zuständig. Was Land und Umwelt und Natur betrifft, da ist der Umweltausschuss zuständig. So kann man es ganz kurz auf den Nenner bringen, um eben zu sagen, für welchen Bereich der jeweilige zuständig ist. Aber ich verhehle nicht, es wäre vielleicht noch etwas besser, wenn wir einen Energieminister und wenn nicht, zumindest einen Beauftragten hätten, der sowohl als auch die wirtschaftliche Seite einerseits und die ökologische Seite andererseits betrachtet und schön gemeinsam in die Reihe bringt. Größter Posten beim Wirtschaftsministerium ist ja die Abwicklung des Steinkohlebergbaus, und zwar mit rund 2 Milliarden Euro pro Jahr. Haben Sie denn Verständnis für den ja zum Teil doch enormen Widerstand gegen den endgültigen Ausstieg aus der Steinkohle? Wissen Sie, ich bin jetzt lange Zeit im Deutschen Bundestag und ich war dabei, als die verschiedenen Beschlüsse wegen des Steinkohleabbaus hier im Deutschen Bundestag zu schaffen und zu fassen waren. Und wir haben damals aufgelegt, dass wir eben den Steinkohleabbau bis zum Jahr 2018, 2019 auslaufen lassen. Wir haben hier eine Menge Geld zur Verfügung gestellt. Bis zum Jahr 2018 zum Beispiel 1,8 Milliarden.
und angegangen, oder 900 Milliarden, angegangen ist das Ganze eben mit 1,8 Milliarden im Jahr 2000, so und so viel, ich glaube im Jahr 2009 oder wann es war, als wir eingestiegen sind. Und jetzt müssen wir natürlich alles machen und tun, damit hier abgefedert das Ganze weiter zurückgeführt wird. Denn der Steinkohleabbau rentiert sich in der Bundesrepublik Deutschland nicht mehr. Man muss natürlich sehen, dass das Transportieren von Steinkohle aus Südafrika oder anderen entfernten Ländern trotz der weiten Anfahrtwege viel, viel billiger kommt, wenn sie dort gekauft werden, die Steinkohlen, als das, wenn sie bei uns weiterhin hochgefördert werden. Ein weiteres strittiges Thema im Ausschuss ist auch das Thema Wettbewerb. Hier werden ja zum Beispiel den Mineralölkonzernen immer wieder Vorwürfe gemacht hinsichtlich der Preisabsprachen bei den Treibstoffen. Welchen Handlungsbedarf sehen Sie da? Also das Bundeskartellamt ist eine nachgeordnete Behörde des Bundeswirtschaftsministeriums. Insofern trägt natürlich auch der Wirtschaftsausschuss dafür Verantwortung. Und der Präsident des Bundeskartellamtes ist mindestens 2, 3, 4 Mal während des Jahres bei den verschiedenen Sitzungstagesordnungspunkten im Wirtschaftsausschuss des Bundestages. Und speziell dieses Thema, das Sie ansprechen, ein Bauchthema für jeden Mitbürger. Wer zahlt schon gern viel Geld für seinen Sprit und beschäftigt uns seit vielen Jahren. Es ist alles Mögliche schon an Überprüfungen eingeleitet worden. Dass zum gleichen Zeitpunkt zum Beispiel viele, viele Tankstellen überprüft worden sind. Ja. Oder dass man gesagt hat, ja, das muss doch eine Preisabsprache gewesen sein, damit alle zur gleichen Zeit mit den Preisen hochgehen. Ja, komischerweise immer am Wochenende oder vorm Urlaub. Das kann ja kein Zufall sein. Meistens ist es so, dass das Benzin am Freitagnachmittag am teuersten und am Montagnachmittag mit am billigsten ist in der Bundesrepublik Deutschland. Und wir sind in gewisser Hinsicht ohnmächtig, weil eine Monopolstellung für die Mineralölkonzerne nicht nachgewiesen werden kann, weil die auch einen Abrechnungsmodus haben, dass vieles über ihre Zentralen, zum Beispiel in Amsterdam oder ganz gleich, wo sie sich befinden, eben vorgenommen werden. Wir müssen hier gerade auf den Mineralölsektor deshalb nach anderen Wegen suchen. Und ich persönlich bin der Meinung, dass wir jetzt eine Möglichkeit haben, über das GBG, das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, eine Grundlage dafür zu kreieren, dass in Zukunft der kleine Mineralölhändler, der als freier Tankstellenbesitzer hier eben versucht, Geschäfte zu machen, zum gleichen Preis bedient und beliefert werden muss, wie die anderen Tankstellen, die von den großen Mineralölkonzernen abhängig sind. Das ist das eine. Das zweite: Ich kann den österreichischen Modell oder den australischen Modell sehr viel abgewinnen. Nämlich welches? Das heißt, in Österreich wird der Benzinpreis für einen Tag am frühen Morgen festgesetzt und der darf im Laufe des Tages nicht mehr überschritten werden. Nach unten ist eine Korrektur möglich, aber nach oben nicht. Und das Ganze ist natürlich in gewisser Hinsicht oft ein Wirrwarr. Das ist irreführend. Weil Sie auch, genauso wie ich, sicherlich feststellen müssen an verschiedenen Tankstellen, dass der Preis an einem Tag zwischen 3 und 4 Mal wechselt. Und da blickt niemand mehr durch. Da ist der Gesetzgeber gefordert, da müssen wir uns Gedanken darüber machen. Das kann durch die ordnungspolitische Brille betrachtet eben einer vernünftigen Lösung zugeführt werden. Ich werde hier fest am Ball bleiben, dass gerade hier Preiswahrheit und Klarheit eben mehr und mehr Fuß fassen. Noch eine kurze letzte Frage bezüglich des Mittelstandes. Sie hatten ja jetzt schon die Tankstellenbetreiber angesprochen. Also Mittelstand ist ja per Definition in Deutschland ein kleiner oder mittlerer Betrieb. Der Mittelstand hat volkswirtschaftlich eine große Bedeutung, gerät aber zunehmend durch die Globalisierung unter Druck. Wie sehen Sie denn die Zukunft für diesen Wirtschaftsbereich, in dem ja immerhin rund 2/3 der Beschäftigten gezählt werden? Der Mittelstand ist die tragende Säule unserer Gesellschaft. Hier schreit nicht der einzelne Unternehmer nach dem Staat, sondern er versucht selbst über die Runden zu kommen. Hier sind auch die Arbeitgeber und Arbeitnehmer miteinander verbunden. Der Arbeitnehmer weiß, geht es meinem Chef gut, dann läuft der Betrieb. Und der Betriebsinhaber weiß, wenn ich tüchtige Mitarbeiter habe, dann kann ich mich behaupten. Ergo ist man gut beraten, den Mittelstand so gut wie irgendwie möglich zu pflegen. Und auch zu hegen. Was belastet den Mittelstand?
Vor allen Dingen die hohen Sozialkosten, das ist mir klar, das gibt es andernorts auch. Die hohen Steuern, das wird auch oftmals ins Feld geführt. Oder verschiedene andere Probleme, wie zum Beispiel, wer wird mal mein Nachfolger? Auch ein großes Problem, obwohl ich mich für eine Gründungswelle par excellence aussprechen möchte. Und vor allen Dingen, mich belastet als Mittelständler vor allen Dingen eben die enorme Bürokratie. Die muss zurückgedrängt werden. Sie müssen sich vor Augen führen, für jede Unterlage, die hier bürokratisch aufgelistet werden muss, braucht man 3 Minuten. In der Schweiz haben wir für bürokratische Belastung nur 2 Stunden. Bei uns in der Bundesrepublik Deutschland haben wir 52 Stunden. Da stimmt vieles nicht mehr zusammen, da muss angesetzt werden, das wird von uns erwartet. Und die Politik ist gut beraten, dem Volk nicht nur aufs Maul zu schauen, sondern eine Politik aufzulegen und auszurichten, die von der Mehrheit der Bevölkerung mitgetragen und als positiv empfunden wird. Sagt Ernst Hinsken, er ist der Vorsitzende des Ausschusses. Ganz herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren zu so vielen spannenden Themen. Und liebe Zuschauer, das war unsere Sendung im Interview. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und sage auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.